Und jetzt kriegen wir zu hören den neuen drogenpolitischen Sprecher der Linken, in meinen Augen ein absolut würdiger Nachfolger von Frank Tempel. Wir hören jetzt Nyema Mosavat. Liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich zum ersten Mal bei der Hanfparade als neuer drogenpolitischer Sprecher der Linken zu sprechen. Wie viele von euch sicherlich wissen, kämpfen wir im Bundestag als Linke mit aller Kraft dafür, dass Cannabis legalisiert wird. Leider haben wir im Bundestag nicht die Mehrheit dafür als Linke. Aber deshalb brauchen wir gerade auch euch. Deshalb ist es gut, dass ihr hier seid. Deshalb ist es gut, dass die Hanfparade heute stattfindet. Gemeinsam sagen wir heute laut und deutlich, Cannabis gehört endlich legalisiert. Wir sagen heute Schluss mit dieser absurden Drogenpolitik. Und sie ist wirklich absurd. In Deutschland ist Alkohol, ist Tabak legal, obwohl beides gefährlich ist. Beides sind gefährliche Drogen. 70.000 Menschen sterben im Jahr an den Folgen von Alkohol. 120.000 sterben an den Folgen des Tabakkonsums. Wer aber einen Joint raucht, landet im Knast. Dabei gibt es in Deutschland keinen einzigen nachgewiesenen Fall, bei dem ein Mensch durch den Konsum von Cannabis gestorben ist. Es hat keine Logik, dass Cannabis illegal ist. Und ich sage auch als Jurist, es ist völlig rechtsstaatswidrig, dass Cannabis illegal ist. In unserem Grundgesetz haben wir einen Artikel 2 und er sagt, dass der Mensch selbstbestimmt über sein Leben. Aber die Kriminalisierung von Cannabis nimmt den Menschen ihre Selbstbestimmung. Obwohl sie niemanden schaden, wird es ihnen verboten. Über 100 Strafrechtsprofessoren haben vor etwa 5 Jahren gesagt, dass diese Kriminalisierung von Cannabiskonsumenten eine Einschränkung von Bürgerrechten ist. Es ist eine Entmündigung erwachsener Menschen und eine Entmündigung erwachsener Menschen ist verfassungswidrig. Viele von euch wissen, wie verheerend die sozialen und gesundheitlichen Folgen der Illegalisierung von Cannabis sind. Mit der strafrechtlichen Verfolgung geht die Gefahr einher, die Existenz zu verlieren. Denn wer im Knast landet, verliert seinen Job. Besonders absurd ist es im Verkehrsbereich, wo man, weil man Cannabis dabei hat, seinen Führerschein verlieren kann. Auch das ist eine Existenzgefährdung und das ist völlig inakzeptabel. Und das besonders Problematische ist ja, dass sich Konsumentinnen und Konsumenten über den Schwarzmarkt das Cannabis besorgen müssen. Und das birgt viele gesundheitliche Risiken. Und ich sage jedem, der die Augen davor verschließt, er möge sich bitte Folgendes vorstellen. Er kauft Alkohol und er weiß nicht, wie hoch der Alkoholgehalt ist. Ob er den Alkoholgehalt eines Radlers oder eines Schnapses hat oder ob dort toxisches Methanol drin ist. Das will doch kein Mensch. Aber bei Cannabis ist es genauso zurzeit. Dabei wollen wir, dass der Konsument weiß, welchen THC-Wert sein Cannabis hat und dass da kein Blei drin ist. Und das kann nur funktionieren, wenn das Cannabis nicht über den Schwarzmarkt, sondern staatlich reguliert vertrieben wird. Und viel ist ja die Rede über das Cannabis als Medizingesetz. Mittlerweile nehmen etwa 20.000 Menschen in Deutschland Cannabis als Medizin, Tendenz steigend. Es gibt aber viele Probleme bei diesem Gesetz, die wurden auch teilweise heute schon ausführlich angesprochen. Aber erstens ist das Hauptproblem natürlich der Lieferengpass. Dass man ein Rezept hat, aber nicht das Cannabisprodukt in der Apotheke erhält, das man möchte. Die Bundesregierung sagt dazu, ich habe sie gefragt, was soll der Konsument tun? Die Bundesregierung sagt dazu, er kann ja zur nächsten Apotheke fahren. Das ist richtig absurd und ein völlig inakzeptabler Umgang mit Cannabispatienten und ihren medizinischen Problemen. Und hinzu kommt das zweite Problem, dass immer noch kein Cannabis in Deutschland angebaut wird zu medizinischen Zwecken. Die erste Ausschreibung ist gescheitert, weil sie schlecht juristisch formuliert war. Jetzt gibt es eine zweite Ausschreibung, aber die Mengen, die dort vorgesehen sind, die werden überhaupt nicht reichen. Also wir brauchen schnellstens eine größere Ausschreibung, die auch den Bedarf deckt.
Das nächste Problem sind die horrenden Preise in den Apotheken. Es ist doch Irrsinn, dass das Cannabis auf dem Schwarzmarkt billiger ist als in der Apotheke. Mehr als dreimal so viel muss man in der Apotheke bezahlen. Da muss die Politik endlich gegensteuern. Und dann sage ich euch noch, was ich am krassesten finde, ist, dass die Krankenkassen sich weigern, immer häufiger die Rezepte zu übernehmen. Über ein Drittel der Anträge auf Kostenübernahme wird abgelehnt. Das darf nicht sein. Das Gesetz sagt, die Ablehnung muss die Ausnahme sein. Die Krankenkassen scheißen auf das Gesetz. Und deshalb sagen wir als Linke, dass wenn ein Arzt Cannabis als Medizin verschreibt, dieses Rezept gelten muss ohne Prüfung durch die Krankenkasse. Würde Cannabis endlich legalisiert werden, würde das allen Menschen nutzen, auch den Cannabis-Patienten. Cannabis als Medizin ist nur ein Etappenziel für uns heute. Und das war noch vor 3 Jahren in weiter Ferne. Heute haben wir das erreicht. Und ich bin mir sicher auch, dass wir die nächsten Schritte schaffen werden, wenn es genug Druck gibt. Und zurzeit ist es ja so, konservative Politiker stellen sich dann hin und sagen, ja, Cannabiskonsum, der mache dumm. Das ist, diese Politiker, die sowas behaupten, nehmen die Millionen Menschen in diesem Land, die statt eines Feierabendbiers mal einen Joint rauchen, nicht ernst. Gegen solche Leute werden wir einen harten Kampf im Bundestag und auf der Straße brauchen. Unsere Argumente sind die besseren, weil wir für Selbstbestimmung, für Gesundheits- und Jugendschutz stehen und weil wir eine Entkriminalisierung wollen. Wir wollen, statt Drogenkonsumenten zu bestrafen, diejenigen, die problematische Konsummuster haben, denen wollen wir helfen. Statt den Drogenschwarzmarkt zu befeuern, wollen wir diesen austrocknen. Statt dem Markt der Drogenmafia zu überlassen. Wir brauchen wirklich einen grundlegenden Neustart in der Drogenpolitik. Und als Linke haben wir 2 Vorschläge gemacht. Als ersten sofortigen Schritt die Entkriminalisierung von Cannabiskonsumenten. Es muss endlich Schluss sein damit, dass Menschen, weil sie einen Joint rauchen, im Knast landen können oder weil sie geringe Mengen besitzen. Das fordert sogar der Bund Deutscher Kriminalbeamter mittlerweile. Er fordert ein Ende der Kriminalisierung. Die strafrechtliche Verfolgung von Cannabiskonsumenten verschlingt Millionen Euro von Steuergeldern und sie ist völlig nutzlos. Damit muss Schluss sein. Und zweitens wollen wir endlich eine Legalisierung von Cannabis. Und wir wollen den Cannabismarkt regulieren. Wir schlagen als Linke das Modell der Cannabis-Clubs vor, wie es sie in Barcelona gibt. Damit sichern wir einerseits den Jugend- und Gesundheitsschutz und gleichzeitig können volljährige Personen selbstbestimmt Cannabis konsumieren und das Ganze ohne Profitorientierung. Lasst uns lautstark heute sein, lasst uns gemeinsam kämpfen für eine andere Drogenpolitik. Schluss mit der Verbotspolitik. Einmal mehr sagen wir heute, Cannabis muss legal sein, keine Pflanze ist illegal. Danke.